Hallo und willkommen beim nächsten Video hier auf dem Mobile Tech Kanal. Heute geht es ums Messen. Wir messen auf dem Logic Board. Was gibt es zu beachten? Welche Bauteile gibt es? Welche Verbindungen können wir messen? Welche Messmodi nutzen wir wann? Und zwar nur in den Basics machen wir das heute mal. Die ganz, ganz, ganz einfachen Dinge, die oft falsch gemacht wurden. Ich zeige euch, was ihr achten müsst, wo ihr anfangen müsst zu messen und so weiter. Ja? Gehen wir aufs Board. Viel Spaß! So, hier sind wir schon, und zwar haben wir ein iPhone 7. Das kennt ihr vielleicht aus der letzten Folge noch, da haben wir ein bisschen mit der Entlötlitze rumexperimentiert. Und hier haben wir jetzt den folgenden Fall. Das Board war jetzt noch auf der Unterhitze, und was viele falsch machen, die fangen dann, sobald das Board schaltet, die Unterhitze aus, und dann gehen die schon hin und messen hier rum. Das sollte man lassen. Erstens kann man sich die Finger verbrennen und zweitens ist eben so, wir brauchen noch ein Bild. Sorry for that. Wir machen mich wieder klein. So, hier nochmal das Board, damit ihr das seht. Wie gesagt, es kam jetzt frisch von der Unterhitze, hatte noch so 100 Grad und jetzt gibt es viele, die messen jetzt hier schon die Kondensatoren und denken sich, hä, was habe ich denn hier für einen Wert? Ich greife jetzt mal kurz ein bisschen vor. Kondensatoren misst man ja ohmisch, beziehungsweise wir messen sie hier grob durch ohmisch. Ja, wenn ich jetzt hier mal auf einen drauf gehe, hoffe, der hat jetzt keinen Kurzschluss. Nein, aber er hat jetzt einen eben anderen Wert und einen, naja, vielleicht ist es auch ein schlechtes Beispiel jetzt hier gerade, der scheint mir relativ gut zu funktionieren. Nehmen wir mal hier einen anderen. Ja, manchmal misst man hier dann eben extrem niedrige Werte, die nicht so zu erwarten sind. Ja, hier haben wir jetzt leider kein gutes Beispiel. Aber, wie gesagt, es ist erstens mal so der Fall, man verbrennt sich noch die Finger. Zweitens, was passiert hier? Man hat hier, wenn es ganz dumm läuft, hat man natürlich hier unten eine Metalloberfläche. Und da kann man dann sich irgendwelche Kurzschlüsse verursachen. Also runter von der Unterhitze, Board abkühlen lassen. Ich lege jetzt hier ein anderes Board hin, das bereits abgekühlt ist. Schauen, dass hier unten drunter, unterm Arbeitsplatz, passiert auch manchmal in der Hektik, da liegt dann sowas. Oder es langt im Prinzip ja auch schon, ja, was auch passieren kann, so ein bisschen. Moment, muss es scharf stellen. Oh. Vorbereitung ist alles. So, ja, dann liegt hier auf dem Arbeitsplatz sowas oder solche kleinen feinen Drähte, die man mal übersieht. Das muss wirklich weg, das muss sauber sein. Schnappt euch ein Mikrofasertuch oder irgendwas und reinigt eure Oberfläche, damit da wirklich nichts Metallenes mehr liegt. Auch kleine Lötkügelchen, Lötreste sind hier wirklich schlecht und können uns am Ende den Tag versauen, weil wir was messen, was gar nicht da ist. Ja, ein Kurzschluss, der gar nicht da ist, verursacht durch irgendwas. So, am besten ist natürlich, man spannt sich das Board irgendwo ein, denn wenn man jetzt misst, hat man hier meistens ein bisschen so ein unebenes Board. Hier geht es aber auf dieser gummierten Oberfläche. Ihr seht jetzt immer rechts unten im Bild die Werte eingeblendet. Ich mache jetzt mal mit den Leiter, mit den Messspitzen einen Kurzschluss. Dann seht ihr hier 20 Milliohm, beziehungsweise komplett 0 Ohm, ja, das wäre ein Kurzschluss. Das ist auch schon einer unserer Messmodi. Der Ohm-Modus hat dieses Omega-Zeichen. Ja. Ihr seht es hier auch rechts, ganz, ganz rechts bei diesem Messgerät, dieses Omega-Zeichen. Ja. Ohm geht von, bei uns, unserem Messgerät jetzt vom Mega-Ohm-Bereich bis in den Milliohm-Bereich. Milliohm bzw. 0 Ohm wären hier ein satter Kurzschluss. Ja, wenn ich die Messspitzen zusammenhalte, wenn ich sie aufmache, geht es in den OL, Open Line heißt das Ganze. Also Open Line ist eine offene Verbindung. Das wäre jetzt quasi Closed Line. Das wäre eine geschlossene Verbindung. Ja, damit ihr das wisst. Das sind so die Basics, die wir unbedingt brauchen.
Was können wir jetzt mit diesem Ohm-Modus messen? Der Ohm-Modus ist eigentlich dazu da, um Verbindungen zu messen, niederohmige Verbindungen bzw. Widerstände zu messen. Ja, wenn ich jetzt hier auf ein Metall gehe mit beiden Messspitzen, ist das ja eigentlich wie ein Kurzschluss, dann müsste ich hier auch um die 0 Ohm haben. Man hat immer ein bisschen einen Widerstand, denn manchmal sind diese Sachen ein bisschen oxidiert, dann kratzt man ein bisschen drauf rum, dann sieht man, dann hat schon wesentlich weniger Ohm und wird auch konstanter. Da komme ich auch gleich zu einem ganz großen Thema. Wir haben schon mal bei Messspitzen besprochen. Schaut, dass die Messspitzen vorne blank sind. Man sollte hier keine Fussel, keine Flussmittel, keinen Dreck, keine Oxidation sehen. Das verschlechtert alles unser Messergebnis bzw. macht es komplett unbrauchbar. Deshalb schaut wirklich immer als allererstes, sind meine Messspitzen noch okay? Sind die sauber? Sind sie schon verschmort, weil ich mal irgendwo einen Kurzschluss gemacht habe, irgendwo Spannung eingespeist habe? Dadurch hat es einen Funken gegeben und ich habe hier vorne eine Kugel und die ist eigentlich schon komplett ja, angelaufen. Das ist natürlich schlecht. Das verfälscht euch extrem das Messergebnis. Genauso eure Messstellen, wo ihr seid. Sind die blank, metallisch blank? Sind die oxidiert? Dann ein bisschen drauf rumkratzen. Natürlich, da könnt ihr das auf die Bauteile eher schlecht machen. Ja. Dann könnt ihr reinigen zum Beispiel. Konnektoren müssen sauber sein. Eigentlich jede zu messende Stelle muss schön sauber sein. Es sollte kein Flussmittel drauf sein. Es sollte nichts Öliges drauf sein. Manchmal hat man so Boards, die haben so ein bisschen Regenbogenfarben. Das ist dann irgendein Coating, was auf dem Board noch drauf ist. Da müsst ihr extrem aufpassen beim Messen. Die können euch die Messergebnisse auch mal verfälschen. Ja, schaut einfach, dass ihr auch wirklich eine metallisch blanke Fläche habt, wo ihr messt. Overfill, Underfill muss alles weg, damit da wirklich nur das Metall gemessen wird und ihr nicht auf einer ganz dünnen Schicht vielleicht Overfill messt, also diesem gummiartigen, geleartigen Material. Und wenn das ganz dünn ist, dann sieht man das gar nicht, dann hat es nämlich nicht die schwarze Farbe, sondern ist quasi fast schon wie transparent. Und dann kann man sich natürlich auch komplette Hausnummern messen. Ganz wichtig eben, dass das so ist. Was noch ganz wichtig ist, sehe ich sehr oft bei Anfängern, ja, dass die Messleitungen berührt werden. Wenn ihr es an der isolierten Sache, an den isolierten Stellen berührt, ist es gar kein Problem. Aber wenn ihr beides mal hier vorne mit den Fingern, vielleicht sei es, dass ihr besser führen könnt, das berührt, dann habt ihr natürlich, ja, ihr seht, ich berühre es jetzt nur mit den Fingern und schon zappelt da mein Messgerät wild rum, zwar im Megaohm-Bereich, aber ja, ihr seht, hier tut sich was. Wenn ich an der Isolierung anpacke, tut sich nichts. Dann ist die Messung unbeeinträchtigt. Ja, also auch euer Körperwiderstand nennt man das. Und je feuchter eure Hände sind, umso geringer ist der Körperwiderstand. Ja, wenn ich jetzt hier ganz arg drücke, wird er immer kleiner, kleiner, kleiner. Und irgendwann geht es natürlich ins Messergebnis mit ein. Und das sollte man vermeiden. Deswegen, wenn euch das zu wenig isoliert ist, dann nehmt ihr noch Schrummschlauch und isoliert euch das ruhig noch ein bisschen weiter bis nach vorne, bis so, wo ihr noch vernünftig messen könnt. So, das war es jetzt mal mit den absoluten Grundlagen. Natürlich gehört noch dazu, schaut euch eure ganzen Messstrippen an. Ja, sind die schön? Sind die nicht extrem gebogen oder sie hängen nur noch an einem Fetzen? Sind hier eure Verbindungen schön metallisch blank? Ja, oder sind das ganz alte Messleitungen, die schon 20 Jahre rumliegen? Dann solltet ihr vielleicht mal erneuern. Auch mal eure Messleitungen selber solltet ihr messen. Quasi nur die zwei Enden ineinander stecken vielleicht. Was zeigt euer Messgerät an? Zeigt es ganz niederohmig an? Umso niederohmiger, umso besser. Ganz null bekommen wir in den meisten Fällen nicht, denn jede Messleitung hat ja auch noch einen Widerstand. Den müsst ihr am Ende, wenn der sehr groß ist, ausklammern, indem ihr neue Messleitungen nehmt. Wenn eure Messleitungen jetzt 4, 5 Ohm Widerstand haben, dann ist das Quatsch, dann müsst ihr die austauschen. Dann braucht ihr neue, damit die wirklich, wenn ihr hier vorne einen Kurzschluss macht, ganz nahe Null sind. Ja, beziehungsweise vorher haben wir wirklich 0 Ohm gehabt, das ist natürlich das Optimum. Mit ganz vielen Messgeräten geht es gar nicht. Die haben immer einen 0,4 Ohm Widerstand. Das ist aber wirklich normal.
und zu vernachlässigen. Ja. Wenn man ganz, ganz kleine Widerstände misst, sollte man normalerweise andere Messgeräte nehmen. Das ist aber dann jetzt schon wieder zu arg ins Detail gegangen. Wie gesagt, eure Messleitungen müssen in Ordnung sein, dürfen keine Wackelkontakte haben, sollten nicht ewig alt sein, oxidiert sein. Ja, das ist natürlich genau das Gleiche, was auf dem Board Bedingung sein sollte, sollte für eine Messleitung auch gelten. So, wenn wir dann so weit sind und uns sicher sind, dass unsere Messleitungen sehr gut sind und in Ordnung sind und alles passt, dann können wir hier zum Beispiel mal bei einem Connector anfangen und sagen, ohmisch messen wir ja jetzt entweder einen Widerstand oder messen eine Verbindung. Dann können wir mal anfangen und ganz leichte Messaufgaben machen. Hier auf dem Board wurde natürlich schon ein bisschen was gemacht. Soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir können mal die Verbindung von einer dieser, na, muss ein bisschen scharf stellen, von einer dieser Federkontakte hier drin. Das sind ja diese Federkontakte, die sind komplett durchkontaktiert von hier nach hier, nicht nach da drüben. Das ist eine Reihe und das ist eine Reihe. Dann könnte man mal den Federkontakt von hier nach da messen. Messt bitte immer, wenn ihr das macht, natürlich nicht mit zu viel Druck, sonst verformt ihr euch hier den Connector. Messt nicht so, denn sonst kann es sein, ihr messt zwei Konnektoren auf einmal, beziehungsweise zwei Federkontakte. Da müsst ihr wirklich punktuell vorgehen. Ja, wie gesagt, nicht mit zu viel Druck. Es muss so viel Druck sein, damit es eine vernünftige Verbindung ist. Denn wenn ihr mit zu wenig Druck arbeitet, dann, ja, dann habt ihr keine saubere Verbindung und es ist wieder ein verfälschter Wert. Wenn wir jetzt bis zu dem Pad nach unten messen, bis zu dem Lötpad hier, schaut, dass ihr ziemlich am Anfang vom Lötpad ansetzt und nicht auf dem Pin selber, denn wir haben ja hier einen Lötpin, der auf das Pad geht. Wenn wir uns auf dem Pin messen, wissen wir zwar, okay, hier ist Verbindung, aber wir wissen noch nicht hundertprozentig, ist zum Pad Verbindung. Deswegen misst man immer auf dem Pad am besten und dann sieht man hier 0,17 Ohm, also 170 Milliohm, das ist wunderbar, das ist nahe Null, das ist eine tolle Verbindung. Ja, oder eben eine sehr niederohmige Verbindung, perfekt, das wollen wir. So, wie es jetzt weitergeht hier, ist relativ gut ersichtlich, das geht von hier nach hier. Ja, das Bauteil fällt hier schon, man kann hier aber nochmal schön messen und sagen, okay, ja, das passt auch, hier mal auch niederohmig, passt. So, jetzt würde die Software ins Spiel kommen. Beziehungsweise könnte man noch das Bauteil messen, wenn es ein Filter oder ein Widerstand wäre. Dazu kommen wir in einem anderen Video, wie sich die Bauteile genau messen. Jetzt braucht man dann zwingend, wenn wir es nicht mehr sehen, wo die Leiterbahn hinführt, unser ZXW-Programm. Beziehungsweise irgendein anderes Programm, Board Schematics-Programm, wo uns zeigt, wo sind denn unsere Verbindungen. Ja, hier könnten wir jetzt noch bis zu dem. Das wäre ein Kondensator, mach es mal größer. Hier wunderbar vom Pad bzw. vom Federkontakt. Ja, den sehen wir hier jetzt nicht, der wäre hier innen liegend. Der Federkontakt könnte man nach hier messen. Das war niederohmig, das war super. Und dann geht es hier ja, quasi durch den Kondensator einmal durch und hier auf Masse. Das, wie gesagt, sind Bauteile, die messen wir dann später, wie das genau geht. Wir fangen jetzt erstmal an mit Verbindungen messen. Man könnte jetzt noch messen, haben wir hier Verbindung zu Ground. Ground ist immer das ganze Graue, hier jetzt alles Rote natürlich. Ja, ihr seht jetzt im ZXW standardmäßig alles Grau. Alles Graue ist Ground. GND geschrieben. Ground ist eben unser Minuspol der Batterie. Beziehungsweise gibt es noch einen Chassis-Ground, also einen Gehäuse-Ground. Das ist alles mit Gehäuse verbunden. Ja, aber ihr könnt euch da sicher sein, alles was grau ist, ist auch Ground. Man kann sich das auch ausblenden, macht aber keinen Sinn. Dann weiß man nämlich nicht, was ist Ground. Dann ist es auch gelb und das macht keinen Sinn. Ja, in dem Fall, wenn man jetzt draufklickt, wird es rot. Beziehungsweise vorher ist es mal rot worden. Ja, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. So, hier. Ja, seht ihr, alles Rote ist Ground jetzt gerade. Macht man im Prinzip eigentlich nicht, weil man weiß, es ist sowieso Ground, dann muss man nicht noch draufdrücken. Ja. Wo jetzt beim Messen die Plus- und Minusleitung ist,
ist hier erstmal egal. Man kann nachher mal das Ganze tauschen und schauen, wie sich's verhält, wenn es andersrum gepolt wird. Aber beim Messen von ohmischen Verbindungen ist es in der Regel erstmal egal. Ja, ob jetzt hier schwarz auf dem Pin ist und ich messe hier runter oder rot auf dem Pin und ich messe hier runter. Das Ergebnis ist sehr, sehr ähnlich bzw. gleich. Ja, kommt immer ein bisschen auf den Druck an bzw. welche Messleitung. Ja, hier haben wir jetzt einmal 140, 150 Milliohm. Moment, ich muss euch wieder umschalten, sorry. Sonst seht ihr das nicht. Mikroskop. Jetzt nehmen wir nochmal den ersten. Ich habe jetzt rot auf dem unteren Pad. Gehe mit schwarz oben rein in den Federkontakt. Da haben wir jetzt 120 Milliohm. Jetzt drehen wir das andere um. Das Ganze um. Schwarz unten, rot oben. Ja, relativ gleich. Ob jetzt da 10 Milliohm hin und her oder 20, 30 Milliohm hin und her, ist vernachlässigbar. Es ist egal, wo hier in dem Fall gibt es kein Plus und Minus bei reinen Verbindungen messen. So, das zum Thema ohmische Verbindungen messen. Man kann jetzt noch den sogenannten Durchgangsprüfer einschalten. Moment, das war eins zu viel. Dann hat man so ein Piepsen, sobald man die Messleitung zusammenhält. Ja, piepst das Ganze. Das soll eigentlich dazu dienen, dass man das auch blind machen kann. Ja, so rum, so rum. So kann man auch sehr schnell, wenn man jetzt nicht weiß, auf welchem Pin bin ich. Ja, oder hat irgendeinen Pin noch Kontakt, kann man sich das so schnell durchklingeln, sagt man im Fachjargon. Aber hier muss man auch wieder aufpassen. Wir haben schon mal ein Video drüber gemacht mit dem Messgeräte. Ja, dieser Modus hier geht nur bis 600 Ohm. Wenn ich jetzt hier Open Line mache, hält der hier bei 632 Ohm an. Ja, Moment, ich halte es nochmal zusammen. Und auseinander. Ja, das ist quasi der Höchstwert, den wir messen können. Auf dem Multimeter selber wird mir Open Line angezeigt. Hier im Programm wird mir 632 Ohm quasi der Höchstwert angezeigt, den wir messen können. Wenn man jetzt hier irgendeinen Widerstand misst, der viel höher ohmig ist, viel hochohmiger ist, dann wird man da nichts messen können. Ich kann es mal hier versuchen. Da ist zwar jetzt viel Flussmittel drauf, aber der müsste 2,2 Kiloohm haben hier. Ja. Den kann man nicht messen, weil eben der Messbereich zu Ende ist. Das kann auch trügerisch sein, wenn man das nicht weiß. Dann denkt man ja, hä? Der hat doch gar nichts. Der muss einen Fehler haben. Löt man den raus, einen neuen rein. Hä, das Gleiche. Ja, man muss sein Messgerät kennen. Was kann man hier messen? Was kann man hiermit nicht messen? Der Modi ist wirklich nur zum reinen Verbindung A nach B prüfen. Und auch hier muss man aufpassen, denn eine Verbindung sollte immer recht niederohmig sein. Also 2, 3, 4 Ohm, da wird schon kritisch für eine Verbindung, denn das wird dann schon recht hochohmig. Ja. Wenn man dann noch höher ohmiger wird, so 10 Ohm, dann müssen schon die Alarmglocken läuten, dann kann hier irgendwas nicht ganz stimmen. Und das Problem bei diesem Modus ist, der kann bis 40, 50, 60 Ohm trotzdem immer noch piepsen. Und dann verlasst ihr euch drauf und später ist aber der Kontakt doch nicht so gut, dass es eine astreine Verbindung ist und irgendwas funktioniert nicht. Es gibt kein Backlight, kein Display und so weiter. Ja, dann kann das der Fall sein. Also hier doch nochmal immer optische Kontrolle dazu und sagen, hey, kurzen Blick aufs Messgerät. Zeigt er mir auch wirklich nahe 0 Ohm an? Oder falle ich da auf irgendwas rein? Ich messe es immer direkt im O-Modus. Erstens geht dann das Piepsen irgendwann tierisch auf den, ja? Und man macht es dann lieber im Stillen und schaut kurz auf das Messgerät und sagt, aha, Wert plausibel oder eben nicht plausibel. Ist es eine Verbindung oder ist keine Verbindung?
Ja. Das so viel zum Messen im O-Modus. O-Modus natürlich immer spannungslos messen. Hier brauchen wir keine Spannung an Bord. Das würde uns den Messwert total versauen und auch sollte das Board auf Raumtemperatur sein. Wenn es 70, 80 Grad hat, erstens verbrennt man sich die Finger, zweitens kann es die Messwerte extrem beeinträchtigen.